Die Erdoberfläche beträgt über 500 Millionen Quadratkilometer. Und über zwei Drittel davon sind von Wasser bedeckt. Ein Großteil unserer Ozeane ist bis heute immer noch weitgehend unerforscht. Wir wissen mehr über die Geheimnisse und Rätsel der Mondoberfläche als über die Tiefen der Meere unseres Planeten. Seitdem es Augenzeugenberichte von UFOs gibt, gibt es auch Berichte über sogenannte USOs, unidentifizierte unterseeische Objekte in unseren Ozeanen. Ein USO ist ein UFO, das sich im Wasser bewegen kann. UFOs und USOs sind vermutlich dasselbe. Ein UFO wird zum USO, sobald es nicht mehr fliegt und untertaucht. Schon lange geben diese geheimnisvollen und schwer fassbaren Objekte den Menschen Rätsel auf. Es wäre schön, wenn die Navy uns von ihren Beobachtungen solcher Objekte erzählen würde. Unterwasserfahrzeuge mit Überschallgeschwindigkeit sind durchaus denkbar. Angefangen bei Berichten, in denen Atlantis als Geheimstützpunkt für USOs gilt. Die Legende um Atlantis basiert auf dem Wissen, dass es einen solchen Stützpunkt heutzutage gibt. Über den Bericht eines Augenzeugen in Christoph Kolumbus Logbuch von 1492. Sie sahen es nachts aufsteigen und wieder eintauchen. Bis zum einzigen von einer Regierung je dokumentierten USO-Vorfall, einem dramatischen Ereignis vor der Küste von Nova Scotia, Kanada. In der Nacht vom 4. Oktober 1967 wurde ein UFO gesichtet, das über dem Küstengewässer von Shag Harbor schwebte und plötzlich, nachdem ein Lichtblitz und ein lauter Knall zu hören waren, im Winkel von 45 Grad ins Wasser stürzte. Forschern zufolge lauern Tiefsee-UFOs auch heute in den unerforschten Gewässern der Erde. Haben UFOs unseren Planeten besucht? Oder sind sie schon längst hier? Dies ist der Santa Catalina-Kanal, ein 40 Kilometer breiter Abschnitt des Pazifischen Ozeans, der Los Angeles von der Insel Santa Catalina trennt. Experten zufolge könnten in diesen Gewässern, die zum Teil so tief sind, wie der Mount Everest hoch ist, einige der unerklärlichsten Geheimnisse der Welt verborgen sein. Sie sehen ein unidentifiziertes fliegendes Objekt. Es ist kein Scherz, es ist echt. Leland Hansen hat es aus einem Hubschrauber vor Catalina Island aufgenommen. In den letzten Jahren geben zunehmende Sichtungen von unidentifizierten unterseeischen Objekten, kurz USOs, entlang des Kanals Bewohnern und Forschern Anlass zur Sorge. Das ganze Gebiet hier ist ein zentraler Ausgangspunkt für UFO-Aktivitäten. Ich habe an die 300 Fälle von UFOs verzeichnet, die hier über die Berge und übers Wasser flogen. Preston Dennett ist Autor des Buches UFOs over California. Seit knapp 20 Jahren untersucht er in dieser Gegend auch USO-Aktivitäten. Am 14. Juni 1992 gab es eine Riesenwelle an Sichtungen über der Bergkette von Santa Monica. Zeugen sahen hier etwa 200 Objekte. Das Interessante daran ist allerdings, dass die Objekte von unten kamen. Wenn jemand normalerweise ein UFO sichtet, kommt es vom Himmel heruntergeschossen wie eine Sternschnuppe. Diese kamen jedoch von unten und flogen hoch. 14. Juni 1992, 22.24 Uhr. Fast zwei Minuten lang wird der Pazifik von Lichtblitzen erleuchtet, als Hunderte von schimmernden, scheibenartigen Objekten fast lautlos gemeinsam aus dem Wasser emporschießen. Sie schweben einige Augenblicke über dem Wasser, bevor sie in den Weltraum davonzischen. In den Polizeistationen bis nach Malibu laufen die Telefone heiß. Dies ist einer der Anrufe, die an besagtem Tage in Malibu eingehen. Garcia Sheriff Station, hat heute schon jemand was Seltsames berichtet? Können Sie das etwas präzisieren? Seltsame Lichter. Lichter? Ja. Was genau ist Ihnen auf Ihrem Heimweg passiert? Ich befürchte, Sie werden mich für verrückt halten. Wir haben ein ganz helles Licht am Himmel gesehen.
Okay. Es hörte sich nicht wie ein Hubschrauber an. Ich habe mich noch nie so gefürchtet. Dennett zufolge wurde der Vorfall auch der US-Küstenwache von Long Beach gemeldet, die letzten Endes aber keine Suche startete. Der Vorfall von 1992 ist in Los Angeles der zweite in drei Jahren. Am vernebelten Morgen des 7. Februar 1989 werden Taucher, Echolote und Menschen am Strand Zeugen davon, wie ein langes, dunkles Wassergefährt aus dem Meer emportaucht. Etwa 90 Sekunden lang schwebt das USO direkt über der Wasseroberfläche, bevor es etwa ein Dutzend kleinerer Objekte ausstößt. 60 Sekunden später taucht es wieder ins Wasser. Echolote machen es zuletzt Richtung Süden aus, nahe des Santa Catalina-Kanals, wo es schließlich verschwindet. Dutzende Objekte sichtete man auch vor der Küste von Marina del Rey. Gelegentlich stießen einige dieser Objekte kleinere Fahrzeuge von etwa 6 Metern Durchmesser aus und diese bewegten sich unterhalb der Wasseroberfläche fort. Wie der Vorfall von Roswell im Jahre 1947 auf der ganzen Welt eine wahre UFO-Welle auslöste, so folgte auch den Ereignissen von Los Angeles eine ganze Reihe an Untersuchungen bezüglich der Fähigkeiten und Gefahren sogenannter USOs. Die Weltmeere bedecken 70% unseres Planeten. In ihnen verbergen sich Geschichten und Rätsel. Dass eine ganze Gesellschaft von Kreaturen, wahrnehmenden, hochentwickelten Kreaturen, unter Wasser lebt, ist hier gut möglich, denn keiner sucht sie dort. Die Vorstellung von Unterwasser-UFOs ist faszinierend, denn sie wüssten eine Menge über den Planeten, wovon wir gar keine Ahnung haben. Einzigartig an diesem Phänomen ist die Fähigkeit der USOs, sich zu vermehren und auszuschwärmen. Einer dieser erstaunlichen Fälle ist als Golfo Nuevo-Vorfall in die Geschichte eingegangen. Am 8. Februar 1960 ist die argentinische Flotte in Alarmbereitschaft, als sie in ihren Gewässern zwei unbekannte Objekte verfolgt, die man für US-amerikanische U-Boote hält. Berichten zufolge brechen sie kurz danach auseinander und schießen aus dem Wasser. Sonarkontakt 173, 400 Meter. Brücke, Sonarkontakt 173, 400 Meter. Zwei riesige U-Boote haben sich 1960 laut argentinischer Flotte auf unerklärliche Weise in 6 Unterwasserobjekte vermehrt. Die Argentinier konnten sie niemals erwischen oder zerstören, weil sie plötzlich einfach verschwanden. Der Vorfall erregt sogar in den höchsten sowjetischen Regierungskreisen Aufmerksamkeit. Nikita Khrushchev, damaliger Regierungschef der Sowjetunion, war von der Geschichte so fasziniert, dass er seinen Attaché in Buenos Aires beauftragte, herauszufinden, was da los war. Während manche Forscher behaupten, die gemeldeten Fälle seien nichts weiter als Militär-U-Boote, die Torpedos abfeuern, argumentieren andere, dass U-Boote 1960 noch gar nicht in der Lage waren, 6 oder noch mehr Objekte abzufeuern. Ivan T. Sandersons Invisible Residence von 1970 ist das erste Buch, in dem das USO-Phänomen analysiert wird. Der Autor berichtet von einem weiteren merkwürdigen USO-Vorfall. Im März 1963 läuft eine U-Boot-Übung der US Navy 160 Kilometer vor der Küste Puerto Ricos ganz nach Plan, als eines der U-Boote plötzlich seinen Kurs ändert, nachdem es ein unbekanntes Objekt entdeckt hat, das mit über 150 Knoten durchs Wasser schnellt. Die Amerikaner sind völlig verblüfft. Das unbekannte Fahrzeug bewegt sich nämlich in einer Tiefe von 6000 Metern durchs Wasser. Die akustischen Signale ließen auf die Bewegung einer einzelnen Schraube in einer Tiefe von 6000 Metern schließen, wobei die typische Zerstörungstiefe von U-Booten bei 2100 Metern liegt. Dieses Ding, was auch immer es war, überschritt also die technische Leistungsfähigkeit von U-Booten von damals und heute. Das Fahrzeug wird fast 4 Tage lang von der gesamten Trägergruppe verfolgt. Das Objekt soll zeitweilig auf unglaubliche Geschwindigkeiten beschleunigt und dann wieder Pausen eingelegt haben, wie um sich zu erholen. Dadurch konnte es immer wieder erfasst werden. Berichte über das Ereignis werden an den Sinkland Flottenstützpunkt in Norfolk, Virginia geschickt. Dennoch gibt es keine offizielle Stellungnahme darüber, was an jenem Tag auf den Echoloten zu sehen war.
Den Berichten zufolge verliert die Navy gegen Mitternacht des vierten Tages das Objekt für immer aus den Augen. Keiner konnte sich erklären, wie etwas so schnell sein konnte. Wir haben Berichte über Usos, die ins Wasser fliegen und wieder herauskommen, aber keinerlei technische Daten. Die Menschen können fliegende Untertassen über dem Boden sehen, doch was unter Wasser ist, sieht nur die Navy. Und die spricht nicht darüber. Mit einem enormen Ballon, der an Bord der USS Norton Sound aufgepumpt wird, bereitet sich die Navy auf weitere Untersuchungen der schwer fassbaren kosmischen Strahlen irgendwo im Pazifik vor. Das sind die Nachrichten. Auch das Rätsel um die sogenannten fliegenden Untertassen wird aufgeklärt. Es sind diese Monsterballons, die mit einem Durchmesser von bis zu 30 Metern 30.000 Meter steigen können und die fälschlicherweise für jene außerirdischen Erscheinungen gehalten wurden. In extremer Höhe verflachen sich die länglichen Ungeheuer wie Teller. Rätsel gelöst. Mystery ended. Doch es gibt weiterhin Berichte aus der ganzen Welt. Ein anderer außergewöhnlicher Fall sorgte ab dem 11. November 1972 für internationale Schlagzeilen. Ein sich schnell bewegendes U-Boot-ähnliches Objekt wird vom Echolot eines norwegischen Militärschiffes im Sognefjord vor der Westküste Norwegens erfasst. Eine zweiwöchige Verfolgungsjagd beginnt. Eine Flotte von Schiffen und spezielle U-Boot-aufspürende Hubschrauber sollen das Objekt finden. Am 20. November 1972 ist das USO erstmals tatsächlich zu sehen. Es wird als sich geräuschlos bewegendes, riesiges, zigarrenförmiges Objekt beschrieben. Ein Schiff der Navy feuert umgehend Torpedos darauf ab. Aber es tauchte ab und man fing an, Wasserbomben abzuwerfen. Obwohl in sämtlichen Artikeln von einem U-Boot gesprochen wird, hat es nie jemand eindeutig als solches identifiziert. Nachdem sie das Objekt fast zwei Wochen lang verfolgt hatten, entwickelte die Flotte den Plan, den Fjord zu blockieren und das USO so einzufangen. Sie versuchten, den Fjord zu versiegeln, sodass nichts rein oder raus konnte. Trotzdem war das Ding nach 14 oder 15 Tagen verschwunden. Und das könnte bedeuten, dass die Flotte kein U-Boot verfolgt hat, sondern ein unidentifiziertes unterseeisches Objekt. 11. Oktober 1492, 22 Uhr. Eine ruhige, klare Nacht. Christoph Kolumbus und seine Mannschaft überqueren einen der tiefsten Gräben des Atlantischen Ozeans und segeln durch das Bermuda-Dreieck. Unter ihnen befindet sich knapp 6500 Meter tiefes Wasser. Plötzlich sieht man in der Tiefe unheimliche Lichter aufblitzen. Ein früher Fall ereignete sich am Tag vor der Landung von Kolumbus in der Neuen Welt 1492, und zwar auf der Santa Maria. Ein Matrose namens Gutierrez stand mit Kolumbus an Deck der Santa Maria, als er ein Objekt aus dem Wasser steigen sah. Ein scheibenförmiges Objekt. Ein unglaublich heller Lichtblitz steigt plötzlich aus dem Meer empor, schießt in den Himmel und jagt Kolumbus und seiner Mannschaft von 120 Seeleuten auf den drei spanischen Schiffen einen Schrecken ein. In weniger als 5 Stunden sollten sie die neue Welt entdecken. Kolumbus hatte ein Logbuch. Darin ist von etwas die Rede, das man als UFO-Vorfall interpretieren könnte. Laut Logbuch sahen sie, wie sich das Flackern einer Kerze nachts auf und ab bewegte. Und es konnte kein Lagerfeuer auf dem Boden sein, weil es über dem Horizont war. Dieser mutmaßliche USO-Vorfall ist mehr als nur Mythos und Legende. Zum ersten Mal werden Originaltexte aus Kolumbus' Logbuch von Archivaren der Fordham University, den Verwahrern einer handgeschriebenen Kopie des Logbuchs, zur Verfügung gestellt. Die Sichtung vom 11. Oktober 1492 ist kein Einzelfall. Die gesamte zweimonatige Reise über ist in dem Logbuch wiederholt die Rede von mysteriösen und seltsamen Vorfällen, von unerklärlichen Sichtungen und ungewöhnlichen Ereignissen im Weltall. Folgender Abschnitt stammt vom 10. September 1492, der Halbzeit der Reise. Die Crew der Nina sagte aus, sie habe eine Krähe und eine Wasserstelze gesehen.
Doch diese Vögel entfernen sich niemals mehr als 25 Meilen vom Land. Aus einem Eintrag vom 11. September 1492 sah ein großes Stück des Mastbaums eines Schiffes von offensichtlich 120 Tonnen, konnte es aber nicht erfassen. Einträge vom 17. und 20. September deuten an, dass sich Sterne oder andere unidentifizierte Lichter am Himmel bewegen. Weil der andere Stern sich bewegte, die Kompassnadeln aber ruhig blieben. Und aus dem berüchtigten Eintrag vom 11. Oktober: Um 10 Uhr sah der Admiral vom Achterdeck aus ein Licht und bat Pedro Gutierrez, dorthin zu sehen, was dieser auch tat und das Licht ebenfalls bemerkte. Dem Admiral fiel es noch ein- oder zweimal auf. Es sah aus wie der sich auf- und abbewegende Schein einer Kerze. Ist es möglich, dass diese seltsamen Ereignisse während einer der berühmtesten Schiffsreisen der Geschichte Beweis für außerirdische Schiffe sind, die Kolumbus' Flotte verfolgten? Manche geben allerdings zu bedenken, dass die Interpretationen, die aus Kolumbus' Logbuch gezogen werden, nicht die ganze Wahrheit seien. Hätte Kolumbus ein seltsames Ding aus dem Wasser kommen, um das Schiff kreisen und dann abheben sehen, hätte er wohl jemandem davon erzählt? Die hätten ihn doch sofort eingesperrt. Der muss verrückt sein, sowas gibt es nicht. Einer der ersten Usu-Berichte stammt aus dem Jahr 329 vor Christus, als er in Indien Zeuge von leuchtenden, schildartigen Objekten wird, die in den Fluss Sirdarya hinein und wieder herausfliegen, ist Alexander der Große so überzeugt davon, außerirdischen Schiffen begegnet zu sein, dass er die letzten 6 Jahre seines Lebens damit verbringt, mit Hilfe einer Taucherglocke Beweise für diese Objekte zu suchen. Vielleicht eines der ersten U-Boote überhaupt. Andere hingegen folgern, dass Alexanders Unterwasserabenteuer einem größeren Ziel gewidmet war, das Königreich zu finden und zu erobern, das ihm noch versagt geblieben ist, Atlantis. Atlantis taucht in der Literatur erstmals in Platons Dialogen Timaios und Kritias auf. Die Götter, verärgert über das Verhalten der Bewohner von Atlantis, beschließen, die Insel zu zerstören. Innerhalb eines Tages und einer Nacht ging sie nach einer verheerenden Naturkatastrophe unter. Bis zum heutigen Tage rätseln Forscher darüber, ob Atlantis ein Zentrum der Uso-Aktivitäten gewesen sein könnte. Die Legende von Atlantis basiert definitiv auf dem Wissen, das heute vermutlich verloren ist, über eine geheime Unterwasserzivilisation. Die vermeintliche Lage von Atlantis im Mittelmeer wäre für Usos eine günstige Position gewesen, um die menschliche Zivilisation sowie deren Schiffsrouten von und nach Kleinasien, Rom und Athen im Auge zu behalten. Der Mittelmeerraum ist die Wiege antiker Zivilisation. Die phönizischen Händler reisten übers Mittelmeer aus Nahost nach Griechenland und wieder zurück. Wenn es eine Kultur von Außerirdischen oder Ureinwohnern des Planeten Erde gäbe, die der Menschheit einen Mythos hätte verpassen wollen, wäre das Mittelmeer natürlich ein passender Ort, um eine Unterwasserbasis einzurichten. Ich weiß nicht, ob Platon an Usos dachte, als er von Atlantis sprach. Es gibt Leute, die denken, dass Atlantis erstens wirklich existiert, zweitens im Atlantik liegt und drittens unter Unmengen Wasser begraben liegt. Die antiken Athener sind allerdings nicht die ersten, die von unidentifizierten Objekten im Meer berichten. Experten vermuten, dass schon die alten Ägypter derartige Ereignisse aufgezeichnet haben könnten. In ancient Egypt. Im Tempel von Abydos im antiken Ägypten hat jemand das Bildnis eines U-Bootes in die Wand geritzt. Und eine andere Zeichnung erinnert an einen Hubschrauber. Wer war das? Wie konnten die alten Ägypter davon wissen? Wir haben keine Ahnung. Die ersten Sichtungen in Europa werden im England des 11. Jahrhunderts aufgezeichnet. Einer der ältesten Fälle geht zurück ins Jahr 1067. Auf dem Land sah man damals etwas Loderndes vom Himmel herabfallen, das die ganze Umgebung erhellte. Es schoss wieder hoch und tauchte schließlich ins Meer. Kurz
Carl Feind untersucht seit fast einem Jahrzehnt USO-Phänomene. Seine Internetseite waterufo.net verfügt über ein Archiv von über 900 aktuellen und historischen USO-Berichten. Laut Feind wird von einem der ersten Vorfälle des 20. Jahrhunderts ausführlich im Philadelphia Inquirer vom 1. August 1904 berichtet. Der britische Frachter Mohican, der sich auf dem Weg nach Philadelphia befindet, ist laut Zeitung eingehüllt in seltsamen metallischen Dunst, der wie Phosphor leuchtet. Der Fall war allerdings, wie ich herausfand, um einiges komplexer und unheimlicher. Kapitän und Crew bestätigen, dass eine leuchtende Wolke auf ihr Schiff zukam. Kein Meteor, eine Wolke kam quer übers Meer auf sie zu. Der Kapitän versuchte, seine Mannschaft abzulenken, damit sie ihre Angst überwinden. Sie konnten aber nichts tun, solange die Wolke um das Schiff herumschwebte. Der Inquirer berichtet weiter, dass der Schiffskompass während des Vorfalls mit dem Tempo eines Elektromotors herumwirbelte und die Matrosen keine Stahlteile von den magnetisierten Decks heben konnten. In dem Artikel wird außerdem auch der Kapitän der Mohican zitiert. Für die Wahrheit seines Berichtes verbirgt sich ein jeder Mann an Bord. Das vielleicht erstaunlichste USO-Ereignis ist laut Experten jedoch ein Vorfall in Kanada von 1967. Der Fall von Shag Harbor ist das bedeutendste USO-Dokument, das wir haben. Das UFO bewegte sich unter Wasser an einen anderen Punkt und ein zweites UFO gesellte sich dazu. Heute vor 38 Jahren, am 4. Oktober 1967, um ca. 20 nach 11 nachts, passiert in Shag Harbor etwas, an das man sich noch Jahre später erinnern wird. UFO-Forscher nennen die Nacht vom 4. Oktober 1967 Nacht der UFOs. Und der Vorfall von Shag Harbor gehört zu den bekanntesten jener Nacht. Chris Stiles und Don Ledger haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, den USO-Vorfall von Shag Harbor 1967 zu untersuchen. Der Fall, über den seinerzeit in Kanada ausgiebig berichtet wurde, geriet mit den Jahren größtenteils in Vergessenheit. In ihrem Buch Dark Object aus dem Jahr 2001 nehmen sie sich des Falles an und werfen ein völlig neues Licht auf die vielen gemeldeten USO-Ereignisse der damaligen Nacht. Der Grund dafür, dass der Shag Harbor USO-Vorfall so eine Furore machte und die anderen Sichtungen in der Nacht der UFOs irgendwie in den Schatten stellte, ist ganz einfach die Tatsache, dass das der einzige Fall ist, in dem etwas vom Himmel ins Wasser stürzte. Es machte Lärm und es entstand ein Lichtblitz. Einzigartig daran ist auch, dass niemand ein UFO meldete. Mehrere Anrufe trafen in der nahegelegenen Polizeistation ein. Alle Anrufer sagten aber nur, sie hätten Lichter gesehen oder ein Flugzeug könnte abgestürzt sein. Interesse und Besorgnis der Anrufer galten hauptsächlich möglichen Überlebenden. Kein Wort von UFOs. Es überrascht mich nicht, dass ich in jener Nacht etwas am Himmel gesehen habe, denn in ganz Nova Scotia gingen in der Nacht des Shag Harbor-Vorfalls massiv Meldungen über UFOs ein. Hinter der Kurve kommen wir nach Shag Harbor, an die Stelle, an der sich die Menschen damals versammelten und dem, was auch immer vor 38 Jahren passierte, zuschauten. Jedes Jahr machen Ledger und Stiles einen Jubiläumsausflug nach Shag Harbor, um sich mit Norman Smith, einem Augenzeugen, zu treffen. Seht ihr die Insel da draußen? Da ist es passiert. Dort haben wir die Lichter im Wasser gesehen. Wir drei standen auf dem Rasen und sahen das Licht. Dann bewegte es sich. Es sah aus, als ob es auf uns zukommt und dann auf den Boden zurast. Wir dachten, es sei ein Flugzeugabsturz. Wir sprangen ins Auto und fuhren direkt an diese Stelle.
neben dem irischen Moos hier. Als wir ankamen, waren noch 10, 12 andere Menschen da. Wir sahen dem Licht auf dem Wasser etwa 3 Minuten lang zu. Dann verschwand es. Was danach passiert, ist unumstritten. Kurz vor Mitternacht am 4. Oktober suchen die Beamten der Royal Canadian Mounted Police, die den Vorfall von der Uferlinie aus beobachtet hatten, das Wasser bis 3 Uhr morgens ab, mit Hilfe mehrerer Fischer, darunter auch Norman Smith. Am Mittag des 6. Oktober treffen Navy-Taucher aus Halifax ein und untersuchen die Gegend. 7 Taucher von der Taucheinheit der Flotte in Halifax wurden nach Shag Harbor geschickt. Den gesamten Samstag und Sonntag suchten sie bei Tageslicht das Wasser ab. Montagmorgen wurde die Suche von Ottawa aus offiziell abgebrochen. Ihr Bericht sagte nur, unidentifiziertes Flugobjekt und das war's. Regierungsberichten zufolge fliegt das Objekt von Norden kommend entlang der Küste von Nova Scotia in südliche Richtung. Einmal hält es an und schwebt in der Luft. Dann, um 23.20 Uhr, stürzt es mit einem 45-Grad-Winkel etwa 300 Meter vor der Küste ins Wasser. Direkt hinter mir, wo wir die Lichter sahen, genau bei Bonportage Island, direkt hinter mir. Als die Polizisten, die den Anruf entgegengenommen hatten, am Wasser neben dem alten Highway Nummer 3 ankamen, flog das UFO noch über die Wasseroberfläche und hinterließ einen dichten, gelblichen Schaum. In der Woche nach dem 4. Oktober wird das Ganze noch rätselhafter. Der Fall sorgt in ganz Kanada für Schlagzeilen. Und wie Ledger und Stiles in ihrem Buch berichten, stürzt genau in den Tagen, bevor das kanadische Militär den Vorfall offiziell als UFO-Ereignis deklariert, ein weiteres Fluggerät in die Gewässer vor Nova Scotia. Dann setzte das Ding seinen Flug mit ungefähr 7000 km/h fort, flog übers nördliche New Brunswick, quer über die Fundy-Bucht, entlang des Nordzipfels von Nova Scotia und fiel hier ins Wasser. Die Behörden wussten schon, dass das Objekt nicht mehr da war, dass es untergetaucht war und auf dem Meeresboden lag. Dort lag es fast eine Woche lang. Dann begann es unter Wasser in Richtung Golf von Maine zu tauchen, mit Hilfe eines zweiten Gefährts, das ihm bei der Reparatur half. Dann durchbrachen die beiden Fahrzeuge die Wasseroberfläche und flogen weg. Interessanterweise wurden in Shag Harbor später 2 weitere Lichter gesehen. Eines orange, eines gelb, die aus dem Wasser kamen und davonflogen. Der Fall regt weiterhin Diskussionen an und die Ereignisse vom 4. Oktober 1967 werden erneut untersucht. Es gibt eine Menge Erstberichte, die die Auslegung stützen, dass in Shag Harbor ein UFO abgestürzt ist. In einem der Dokumente steht, dass tatsächlich eine Voruntersuchung durchgeführt wurde und dass man festgestellt habe, das Objekt sei weder Leuchtgeschoss noch Flugzeug, eigentlich überhaupt kein uns bekanntes Objekt. Vor 38 Jahren wusste ich nicht, ob es ein UFO war oder was es überhaupt hätte sein können. Doch niemand wird mich je davon überzeugen, dass da nichts war, denn etwas war dort. Die Region mit der vielleicht längsten Geschichte von Uso-Aktivitäten ist die Gegend um Puerto Rico. Als südlichster Punkt des Bermuda-Dreiecks ist die Insel seit Jahrzehnten Mittelpunkt von Uso-Debatten. Puerto Rico ist ein Zentrum für Unterwasser-UFO-Aktivitäten und es scheint dem Muster anderer Fälle zu gleichen. Puerto Rico gilt als der Ort in ganz Amerika, an dem die meisten Uso-Sichtungen verzeichnet werden. Mitglieder der in Puerto Rico ansässigen Ufologiegruppe Projekt Argus machen eine Führung durch einige der namhafteren Gegenden mit Uso-Hintergrund. Laguna Cartagena ist ein abgelegener See im Südwesten der Insel. Er wird mit vielen Uso-Vorfällen, die in Puerto Rico gemeldet wurden, in Verbindung gebracht. Seit Jahren führe ich Untersuchungen in Laguna Cartagena durch. Aus Usos wird dort ein ziemliches Geheimnis gemacht. Seit 1930 sind Jahrhunderte von Meldungen über fliegende Objekte eingegangen, die in den See hinein und aus ihm herausfliegen. 8. Oktober 2002, etwa 9 Uhr abends. Carlos Torres, Polizist und Mitglied von Projekt Argus, wird Zeuge, wie ein rotes, glühendes Uso mit unglaublicher Geschwindigkeit aus dem Wasser der Laguna Cartagena emporschießt, innehält und über der Wasseroberfläche schwebt.
Ich habe ein Objekt gesehen, das über der Wasseroberfläche der Lagune schwebte. Das Militär hatte es auch gesehen. Das Objekt flog davon, kam von Monte Indio zurück, hielt an und saß schwebend über der Laguna Cartagena. Nachdem es mehrere Minuten über dem Gebiet schwebt, stürzt das Objekt zurück in den See. Ein weiteres Mitglied von Projekt Argus, Giuseppe Quiones, meint dasselbe Objekt 2004 auf Video aufgenommen zu haben. Am 20. November 2004 habe ich ganz in der Nähe von Laguna Cartagena gefilmt. Zum ersten Mal gibt es möglicherweise den Beweis für ein Uso in diesem rätselhaften Gewässer. Ein hell erleuchtetes, bootartiges Objekt steigt aus dem Wasser empor und schwebt fast eine Minute in der Luft, bevor es davonfliegt. Mitte der 1990er Jahre versucht man wiederholt, die Uso-Aktivitäten zu widerlegen. Trotz hunderter Zeugen, die alle gesehen haben, wie Lichter ins Wasser tauchen und wieder herauskommen. Man hat sie in ganz Puerto Rico gesehen. Die meistgenannten Orte in dem Zusammenhang sind Laguna Cartagena und Route 303. Die Gegend um Lajas, durch die der Highway 303 verläuft, ist eine weitere bedeutende Quelle von UFO- und Uso-Sichtungen. Hier soll 1997 ein Objekt am Monte Indio abgestürzt sein, das in der Aufprallzone verbrannte Erde zurücklässt und einen Haufen unbeantworteter Fragen. Am 5. Mai 1997 stürzt dort ein UFO ab und versenkt einen großen Teil der ausgetrockneten Berggipfelregion. Wir wissen nicht was, aber Bundesagenten fanden dort etwas. Vielleicht ein UFO? Nach dem Vorfall von 1997 werden Berichte über Usos und UFOs von der Regierung ernster genommen. Infolgedessen gab der Bürgermeister von Lajas der Straße, die mitten durch Puerto Ricos UFO-Region führt, offiziell den Namen Extraterrestrial Route 303. Doch derzeit beschäftigen die Experten ganz andere Ereignisse. In den Hügeln um Lajas lässt die Regierung des Öfteren einen rätselhaften, mit Radar ausgestatteten Fesselballon bis zu 5000 Meter hoch in die Luft steigen. Angeblich um Wetter und Verkehr zu beobachten. Uso-Forscher allerdings meinen, die eigentliche Funktion des Ballons sei die geheime Überwachung von UFO- und Uso-Aktivitäten. Es gibt ein Regierungsdokument über eine geheime Untersuchung der Uso-Ereignisse in den Gewässern. In dem Dokument steht, dass sie keinerlei Gefahr für die Menschheit darstellen. Die Vielzahl von Uso-Berichten von dieser kleinen Insel ist für viele Anlass genug für Spekulationen darüber, ob die tiefen Gewässer unterhalb der Südspitze des Bermuda-Dreiecks mehr verbergen als nur Usos. Experten und Forscher aus aller Welt vermuten, es könne sich dort ein größerer Uso-Stützpunkt befinden. Man nimmt an, dass es in dem Gebiet um Cabo Rojo irgendwo unter der Insel einen Stützpunkt gibt. Das unterseeische Gebiet dort soll sehr tief und höhlenreich sein und sich bis hoch zur Laguna Cartagena erstrecken. Sie tauchen immer wieder ein und auf, weil sie so von verschiedenen Orten die Unterwasserstützpunkte anfliegen und wieder verlassen können. Könnten all diese Ereignisse einfach mit örtlicher Mystik zu erklären sein oder dem kulturellen Einfluss des Bermuda-Dreiecks unterliegen? Die meisten Puerto Ricaner glauben, obwohl sie von Chupacabra und dem Bermuda-Dreieck reden, an nichts davon. Oder könnte womöglich mehr dahinter stecken? Es ist Realität. Die Usos in Puerto Rico sind echt. Es gibt hunderte von Zeugenaussagen. Es ist alles real.
Ich bin überzeugt, dass es das UFO-Phänomen wirklich gibt. Hier in Puerto Rico gab es schon hunderte von Vorfällen. Und das ist eine Realität. Man nimmt an, dass sich unidentifizierte unterseeische Objekte durch unsere Ozeane und Gewässer entgegen aller modernen Gesetze der Physik fortbewegen können. Experten sind von der Tatsache verwirrt, dass diese Objekte Berichten zufolge durch extreme Tiefen gleiten, ohne Schaden davon zu tragen, durch Eisbrechen und Wasser mit Überschallgeschwindigkeit durchqueren können. Diese Objekte können sich anscheinend deswegen unter Wasser fortbewegen, weil sie gegen Wasser, genauso wie gegen Gammastrahlen, kosmische Strahlen, eigentlich gegen alles, was ihnen auf ihrem Weg durchs All begegnet, unempfindlich sind. Allen Informationen zufolge haben wir es mit sehr fortschrittlicher Technologie zu tun. Sie umkreisen Schiffe und dann tauchen sie ins Wasser ein. Es ist für sie keine Barriere. Sie gehen einfach von einem Medium ins nächste. Ende 1969, als sie turnusmäßig ihre Operation Deep Freeze Eisbrecherübungen nahe der Antarktis durchführen, werden die Seeleute an Bord der USS Calcaterra Berichten zufolge Zeugen einer Begegnung mit einem Uso mit ganz erstaunlichen Fähigkeiten. Ivan Sanderson spricht im Argosy Magazine von einem Vorfall in der Arktis, bei dem ein Objekt durchs Eis brach, sich einen Weg quasi durchs Eis bahnte und abhob. Man sichtet ein großes, U-Boot-förmiges Objekt von mindestens 30 Metern Länge, wie es trotz einer mehreren Meter dicken Eisschicht mit einer unglaublichen Geschwindigkeit aus dem gefrorenen Ozean emporschießt. Und dieser Fall ist nur einer von vielen ähnlichen. Ich weiß von einem Vorfall in der Nähe von Leningrad im Winter 1976. Ein Uso brach ins Eis, bewegte sich unter Wasser weiter und brach dann wieder heraus. Sie schmelzen das Eis. Ein Meteor würde wegen seiner Dynamik das Eis in Stücke brechen und diese über die gesamte Fläche verteilen. Bei einem UFO entsteht ein sauberes Loch. Uso-Zeugen berichten auch von Wasserstrahlen, die unter den Usos zu sehen sein sollen, während sie aus dem Wasser schießen. So auch Ed Walters aus Gulf Breeze, Florida, der am 7. Juli 1988 dieses Foto eines vermeintlichen Usos über einer tornadoförmigen Wasserfontäne schießt. Er schaute nach Norden, in Richtung Gulf Breeze, über den Santa Rosa Sound und sah, wie das Wasser unter dem Objekt irgendwie aufschäumte. Er konnte es herumtanzen sehen und urplötzlich schoss diese Wasserfontäne hoch und berührte es am Boden. Auf seinem Bild ist das zu sehen. Derartige Fälle haben Experten zu der Annahme veranlasst, Usos könnten Wasser möglicherweise als Treibstoff nutzen. Einige sagen, Wasser sei wichtig für den Fusionsvorgang. Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen UFOs über Reservoirs oder kleinen Gewässern, nicht nur großen, schweben. Das könnte schon ein Beweis dafür sein, dass sie Wasser als Hilfsmittel verwenden. Vielleicht nutzen sie Wasser als Treibstoff. Wenn man hört, wie Objekte über dem Wasser schweben und es scheinbar ansaugen, hört es sich schon so an, als ob sie erstmal einen ordentlichen Schluck bräuchten, um weiterzufliegen. Es gibt eine Unmenge an modernen wissenschaftlichen Theorien darüber, wie sich Usos ganz effektiv durchs Wasser fortbewegen könnten. Forscher stellen sich alles Mögliche vor, angefangen bei enormen Düsenantriebssystemen bis hin zu reibungsfreien Bläschen, die das Objekt umhüllen. Die Motoren wären natürlich keineswegs so, wie wir uns einen Motor vorstellen. Es wären Generatoren, die Magnetkraft erzeugen und damit ein Magnetfeld um das Fahrzeug legen würden, das das natürliche Magnetfeld der Erde abstößt und ihm somit ermöglicht, zu beschleunigen, zu verlangsamen, zu steigen, zu sinken und durch Wasser zu navigieren. Indem sie Kräfte auf die umliegende Flüssigkeit, das Elektrizität leitende Meerwasser ausüben, kann man Widerstand, Fluss, Geschwindigkeit und Auftrieb beeinflussen. So umgeht man sämtliche Probleme der Hochgeschwindigkeitsbewegung unter Wasser. Ein magnetisches Aerodynamiksystem würde ähnlich wie das eines elektromagnetischen U-Boots funktionieren, das schon erfolgreich getestet wurde. In der Tat wird Mitte der 1960er Jahre an der University of California ein elektromagnetisches U-Boot gebaut und getestet. Es nutzt die natürliche elektrische Leitfähigkeit des Salzwassers.
Der erste erfolgreiche Test eines elektromagnetischen Antriebssystems wurde 1966 mit diesem elektromagnetischen U-Boot durchgeführt. Das U-Boot bewegt sich mit elektromagnetischer Kraft durchs Wasser. Es hat keinerlei bewegliche Teile. Das beruht auf der elektrischen Leitfähigkeit des Salzwassers. Drückt man gegen Salzwasser, drückt es, gemäß den Newtonschen Gesetzen, zurück. Und los fährt man. Wäre es möglich, dass Usos diese natürliche Fähigkeit unserer Ozeane dazu nutzen, um Überschallgeschwindigkeiten zu erreichen? Wasser ist ein hervorragender magnetischer Leiter. Reisten Sie tatsächlich mit Hilfe eines Vorgangs namens Diamagnetismus, einer schwachen, abstoßenden Kraft, würde Salzwasser diese Kraft verstärken. Das würde auch erklären, warum sich diese Objekte im Wasser so gut fortbewegen können. Ein Forscher vermutet, dass sich Usos deshalb so schnell durch Wasser bewegen können, ohne schlimme Schäden davon zu tragen, weil sie dieselben Grundlagen nutzen wie eine gewöhnliche Glühbirne. Das UFO ist in diesem Fall der Glühdraht und die Birne ist das Feld, das das UFO beim Eintauchen schützt. Und obwohl es sich bewegt, berührt das Wasser nie das UFO. Das erreicht man, indem man eine sogenannte Superkavitationsblase um das Objekt erzeugt. So bewegt sich das ganze Objekt in einer Blase aus Wasserdampf. Marco Princevac ist Professor für Maschinenbau an der University of California, Riverside. Er hat sich ein Experiment ausgedacht, das die physikalischen Kräfte hinter einer möglichen Bewegung mit Überschallgeschwindigkeit unter Wasser demonstrieren soll. Das Einzige, womit man hier spielen kann, ist die Form eines Fahrzeugs. Von der Standardform eines U-Bootes wird sie allerdings abweichen. Um zu zeigen, wie verschiedene Formen unterschiedliche Bedingungen für Unterwasserfahrten mit Überschall schaffen, setzen Princevac und sein Team grünes Kontrastmittel und Präzisionslaser ein. Ist der Körper also stromlinienförmig, sehen wir, dass die Flüssigkeit ungestört daran vorbeifließt. Das rote, stromlinienförmige Objekt stellt die perfekte Form für ein schnelles Unterwasserfahrzeug dar. Demgegenüber steht der Kubus, der um das gesamte Objekt herum massiven Widerstand erzeugt. Eine gute Form für ein Superkavitationsfahrzeug wäre zum Beispiel die Sojus-Rückkehrkapsel oder etwas Ähnliches. Die Gesetze irdischer Physik verhalten sich unter Wasser anders. Um ein Meeresfahrzeug mit Überschall anzutreiben, braucht man mehr Energie, als der Mensch bis dato zu erzeugen in der Lage war. Ein Fahrzeug, das einen Durchmesser von 1,5 Metern hat und mit Schallgeschwindigkeit in der Luft fliegen soll, braucht einen 15.000 PS starken Motor. Damit sich dasselbe Vehikel mit Schallgeschwindigkeit unter Wasser bewegen könnte, müsste der Motor etwa 1 Million PS erzeugen. Es mag ja wissenschaftlich möglich sein, sich unter Wasser mit Überschallgeschwindigkeit fortzubewegen. Doch wie konnten diese Usos die Technologie entwickeln, die dafür vonnöten ist? Die vielen Rätsel um diese Objekte können wir vielleicht niemals aufklären. Und genau das ist es, was immer wieder die größten Debatten und Qualen unter Wissenschaftlern und Forschern heraufbeschwört. Es ist einfacher, jemanden auf den Mond zu schicken oder eine Basis auf dem Mond zu errichten, als jemanden zum Meeresboden zu schicken. Wären sie feindselig gesinnt und gekommen, um die Erde zu erobern, hätten sie das schon vor 1 Million Jahren.